Unkenrufe, 1992. Der Zufall stellte den Witwer neben die Witwe oder spielte kein Zufall mit, weil ihre Geschichte auf aller Seelen begann. Jedenfalls war die Witwe schon zur Stelle, als der Witwer anstieß, stolperte, doch nicht zu Fall kam. Er stellte sich neben sie, Schuhgröße 43 neben Schuhgröße 37, vor den Auslagen einer Bäuerin, die in einem Korb gehäuft und auf Zeitungspapier gebreitet Pilze, zudem in drei Eimern Schnittblumen anbot, fanden Witwer und Witwe einander. Die Bäuerin hockte seitlich der Markthalle zwischen anderen Bäuerinnen und dem Ertrag ihrer Kleingärten, Sellerie, Kindskopf, große Wruken, Lauch und rote Beete. Sein Tagebuch bestätigt aller Seelen und gibt die Schuhgröße preis. Ins Stolpern hat ihn die Bürgersteigkante gebracht, doch das Wort Zufall kommt bei ihm nicht vor. Es mag an diesem Tag zu dieser Stunde, Schlag 10 Uhr, Fügung gewesen sein, die uns zusammenführte. Sein Bemühen, die dritte, stumm vermittelnde Person leibhaftig zu machen, bleibt vage wie sein Versuch, in mehreren Anläufen ihr Kopftuch zu bestimmen. Kein eigentliches Umbra, mehr erdbraun als torfschwarz. Besser gelingt ihm das Ziegelwerk der Klostermauer, von Schorf befallen. Den Rest muss ich mir einbilden. Nur wenige Schnittblumen standen noch in den Eimern, Dahlien, Astern, Chrysanthemen. Den Korb füllten Maronen. Vier oder fünf kaum vom Schneckenfraß gezeichnete Steinpilze lagen gereiht auf einer verjährten Titelseite der lokalen Tageszeitung Gloss Webjazza, dazu ein Bündel Petersilie und Einwickelpapier. Die Schnittblumen waren dritte Wahl.